Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu FIFA von mir. Und zwar möchte ich euch heute mal zeigen, welche Stadien es alle bei FIFA 11 für den PC gibt. Ja, ihr könnt ja vor jedem Spiel hier aussuchen, welche Stadien ihr spielen wollt. Ich gehe jetzt mal auf die Stadien für die Spiele ein. Es gibt ja noch diese Trainingsstadien, das sind glaube ich nur vier. Ich habe jetzt hier 53 gezählt, wenn ich mich nicht verzählt habe, was sind 53? Und ich gehe die jetzt einfach mal alle durch. Man kann bei den meisten kann man Tageszeiten und Wetter ändern, aber nicht bei allen. Es sind halt auch ein paar unbekannte oder auch Fantasiestadien dabei. Hier mal Allianz Arena, da gibt's, kann man wenigstens auch die Tageszeit ändern. Abends kann man auch Regen einstellen. Egal, ich zeige jetzt nicht, welche Tageszeiten man wo einstellen kann. Ich gehe jetzt einfach mal durch hier, langsam. Dass ihr die einmal kurz gesehen habt, ein Bild dazu, dann wisst ihr, welche so da sind. Falls ihr noch nicht FIFA gekauft habt und wollt noch wissen, was alles so dabei ist. Und das finde ich schon eine ordentliche Anzahl an Stadien und Auswahl. Am Ende vom Video werde ich einmal kurz anhand von einem Stadion zeigen, wie die unterschiedlichen Wettereffekte und Tageszeiten aussehen. Welches ich nehme, weiß ich jetzt noch nicht. Mal schauen gleich. Da war glaube ich wieder Fantasie. Das ist die Hamburger. Ich wechsle jedes Jahr meinen Namen Arena. Old Trafford. Das Olympiastadion auch dabei. Dortmund. Also ich finde es gut, dass auch ziemlich viele deutsche Stadien dabei sind. Schön groß hier, das ist echt auch optisch sehr schick. Habe ich schon einmal jetzt drin gespielt. Chelsea. Und hier, Schalke. Das Wembley-Stadion ist bestimmt auch schick. Vielleicht nehme ich das gleich. Mal gucken, was man da so machen kann. Ja, jetzt sind wir durch. Das waren alle Stadien. Ja, dann werden wir uns jetzt mal in ein Stadion reinbegeben. Ja, wir sind jetzt hier im Wembley-Stadion. Und ich versuche jetzt mal für alle Wetter- und Tageszeiten die Kamera so beim Start hier zu machen. Wir haben jetzt hier England gegen Holland, ist auch egal. Es geht jetzt gerade nur um das Stadion. So, Nachmittag, normal gutes Wetter, wie man sieht. Das Wembley Stadion, ausverkauft. Ja, so sieht das aus, der Rasen hier, alles schön grün. Man kann übrigens auch noch das Rasenmuster ändern, wenn man will, je nachdem wie man das möchte. Man kann sogar so einen Kreis machen, wie das halt so ist. Kleines Detail am Rande, oben links da, diese Leinwand, da sieht man echt genau nochmal die Kamera, die ich hier sehe. Seht ihr das? Das ist nochmal da oben eingeblendet, finde ich cool, so kleine Details, sowas mag ich. Ja, so sieht das hier am Tag aus, bei gutem Wetter. Ja, jetzt sind wir im gleichen Stadion bei Abenddämmerung. Ihr seht, da geht die Sonne unter. Der ganze Platz ist jetzt ja, im Schatten. Da hinten sind noch die letzten Sonnenstrahlen. Ja, ist einfach alles im Schatten. Gar nicht zurück im Spiel. Ah, so, jetzt ist wieder wie eben. Ich glaube, eben hatte England Anstoß. Okay. Ja, so sieht das Ganze bei Abenddämmerung aus. Auch gutes Wetter. Ich kann hier nicht andere. Was wollte ich jetzt sagen? Ein anderes Wetter einstellen. Bei Abenddämmerung gibt es nur Abenddämmerung. Ich glaube, das ist auch bei allen Stadien, wo das einzustellen ist. So, das geht dann nur bei Tag oder Abend, das Wetter umzustellen. So, ich glaube, ich habe hier immer mal so einen schrägen Winkel. So, dann seht ihr das jetzt nochmal. Das ist bei Abenddämmerung.
Ja, wie man unschwer erkennen kann, sind wir jetzt abends im Stadion. Scheinwerfer alle an. Gutes Wetter, also trocken. Ja. So sieht das Ganze abends aus. Jetzt schauen wir mal, wie es abends bei Regen aussieht. Ja, hier regnet es. Das sieht man natürlich in der stillen Kamera jetzt nicht so wirklich. Also jetzt haben wir hier so ein paar Tropfen drauf. Das ist schon ja, ganz schick gemacht. Keine Ahnung, was es bringen soll. Der Rasen sieht jetzt ein bisschen anders aus, ne? Schön. Unterschied. Deswegen werde ich jetzt mal das Play machen. Jetzt seht ihr halt, es regnet. Ja, wunderbar. Was jetzt auch noch zu beachten ist bei Regen, und zwar, wenn jetzt jemand kretscht, das habe ich hier mal versucht, mal zurück, zack. Ich glaube, mal schauen, ob da so eine Gischt kommt oder was, beziehungsweise, ob, ich glaube, es bleiben sogar Spuren hinterher. Ah, ich muss hier auf den Spieler wechseln. Das muss ich noch schnell machen. Dass man nochmal sieht. Wahrscheinlich ist das beim Schnee auch gleich zu sehen. So, dann haben wir hier Rooney. So, einmal kurz eine Nahaufnahme von Rooney dabei. Jo, mit langen Ärmeln bei Regen. Und zack. Ja, eben von oben konnte ich da eigentlich eine Wassergischt sehen, aber das ist jetzt irgendwie nicht mehr. Naja. Okay, so sieht das jedenfalls aus bei Regen. Der Ball hält natürlich viel schneller an auf dem Rasen, wenn er rollt, als bei trockenem Wetter. Das Wembley-Stadion bei Schnee. Wie ihr seht, hier sind wieder so Flocken in der Luft. Ich mache jetzt mal Play. So, dann seht ihr das Ganze in Bewegung. Ich habe jetzt mal wieder versucht zu kretschen, ob da irgendwelche Spuren sind oder sowas. Schauen wir uns gleich nochmal in der Nahaufnahme an. So sieht das Ganze jedenfalls abends bei Schnee aus. So, mal anhalten hier, zack. So sieht das aus. Finde ich eine schöne Abwechslung, weil es gibt ja auch an solchen Tagen mal Fußballspiele. Und dann hat man nicht immer nur Schönwetterspiele. So, dann sprühe ich jetzt mal hier ein bisschen rum. Da haben wir mal ein paar Kretscher. Kretscher. Da. Und Nahaufnahme. In Zeitlupe. Aber da sieht man jetzt keine Spuren oder sowas. Das ist alles normal. Ich dachte, den hätte jetzt hier auch nochmal gecatcht, aber da haben wir nochmal einen. Und der hüpft drüber weg. Ja, okay, keine Spuren werden hinterlassen. Hatte ich ja eigentlich anders erwartet. Dachte ich, dass da irgendwas wäre, aber naja, okay. Ja, dann haben wir das jetzt mal gesehen. Die Stadien und die verschiedenen Wettereffekte. Die Rasenmuster spare ich mir jetzt mal. Da könnt ihr ja halt längliche, quer, dicke, dünne Kästen und Kreise machen. Könnt ihr Kornfeldkreise machen quasi. ja, das sind die Stadien bei FIFA 11. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann drückt doch den Daumen nach oben. Abonniert mich für weitere Videos, die jetzt demnächst kommen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut.